Hallo zusammen und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich muss ein kleines bisschen weiter ausholen, um das Thema des heutigen Videos zu erklären. Ich bin tatsächlich immer mal wieder auf YouTube unterwegs, ihr werdet es nicht glauben. Und je nachdem, in welche Richtung ich mich da bewege, finde ich immer wieder Leute, die mich da so inspirieren und die ich so cool finde, dass ich total hin und weg bin und teilweise auch wirklich die kompletten Playlists an mehreren Tagen rauf und runter schaue. Was mich in den letzten Tagen und auch Wochen eigentlich schon seit Monaten, aber in den letzten Tagen und Wochen etwas verstärkt beschäftigt, ist das Thema Selbstversorgung. Wir hatten es, glaube ich, auch schon in dem ein oder anderen Video drüber, dass ich ja jetzt seit Ende letztem Jahr ein kleines Gartengrundstück besitze, das ich dieses Jahr leider nicht bepflanzt habe, aus den verschiedensten Gründen. Wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr, dass dieses Jahr nicht ganz so einfach war. Aber ich möchte da nächstes Jahr auf jeden Fall voll durchstarten und die ersten Obst und Gemüse, also mehr Gemüseobstbäume sind da schon tatsächlich, aber ich möchte mich dann auf das Gemüse auch konzentrieren, was ich da anbauen möchte und womit ich dann plane, mich, uns, vielleicht auch meine Familie ein bisschen mit zu versorgen. Und was mir ein Thema, das mir auf diesem Gebiet immer wieder begegnet ist, ist das Thema Einkochen. Also es ist ja schon ziemlich cool, wenn man dann über den Sommer oder je nachdem auch über den Herbst oder Frühling, man kann ja die Beete auch so bepflanzen, dass man sogar im Winter daraus ernten kann, je nachdem, was man eben dort einpflanzt. Nicht nur tatsächlich in der Saison die Sachen essen kann. Manchmal wächst einem das Zeug ja auch über den Kopf, sodass es wirklich im besten Fall so viel Ernte abwirft, dass man das gar nicht alles auf einmal essen kann. Und damit das Zeug nicht kaputt geht, gibt es ja die Möglichkeit, die Sachen einzukochen. Zum Beispiel mit den Weggläsern oder auch mit Schraubgläsern. Man kann verschiedene Sachen zubereiten, man kann die Sachen auch so einkochen oder einmachen, damit sie eben länger haltbar sind. Und ich habe da ein, zwei Kanäle gefunden, es sind zwei, die mich in den letzten Tagen sehr stark begleitet haben. Und ich werde euch die Kanäle wahrscheinlich in einem anderen Video nochmal genauer vorstellen. Das soll jetzt nicht Thema des heutigen Tages sein. Heute kümmern wir uns darum, und jetzt schließe ich den Bogen zu diesem Video, dass mein Opa schon seit ich denken kann eigentlich Obstbäume besitzt, und auf dem einen der beiden Grundstücke, die mein Papa letztes Jahr gekauft hat, sind tatsächlich auch zwei Obstbäume, nämlich Mirabellen und Zwetschgen, und beide Früchte liebe ich sehr. Und am Samstag habe ich meinen Opa mal gefragt, Mensch Opa, du hast doch so viele Obstbäume, was ist denn da gerade reif oder wann wird denn da das nächste reif? Ich würde gern was ernten, muss ja nicht sein, dass das alles den Wespen und Tieren zum Opfer fällt, sage ich jetzt mal, wobei es die natürlich auch brauchen können. Da meinte er, ja, auf dem Grundstück, was sein Papa gekauft hat, da sind gerade Mirabellen und Zwetschgen, und da musst du jetzt aber am besten heute noch ernten, weil er weiß nicht, wie das nächste Woche aussieht. Könnte sein, dass sie da schon alle runtergefallen und matschig sind. Ja, ich hatte eigentlich am Samstag keine Zeit, aber ich bin dann halt doch mal noch zum Grundstück gefahren und habe ein bisschen geerntet. Also das hier war meine Zwetschgenausbeute. Bei den Mirabellen habe ich nicht ganz so viele, da hing zwar viel mehr dran, aber die waren noch nicht ganz so reif. So, was möchte ich jetzt damit machen? Ich habe noch nie in meinem Leben, na das stimmt nicht, ich habe schon mal was eingekocht, aber nicht wirklich, also es war eher so halbherzig und ich habe es auch nicht wirklich gegessen. Ja, das ist eine andere Geschichte. Aber so wirklich ernsthaft habe ich noch nie eingekocht. Ich habe auch keine Weggläser, also die mit diesem Gummi. Möchte mir da aber in nächster Zeit auch ein bisschen was anschaffen. Momentan muss ich jetzt allerdings aufgrund der Tatsache, dass ich die Früchte ja jetzt schon habe, mit meinen vorhandenen Schraubgläsern zurechtkommen. Aus den Mirabellen würde ich gerne eine Marmelade kochen. Ich habe, glaube ich, noch nie bewusst Mirabellenmarmelade gegessen, aber sie soll sehr gut sein, habe ich gehört. Und aus den Zwetschgen möchte ich Zimtzwetschgen machen, also die werde ich nur halbieren und dann halt in einem Zimtzucker-Wassersud einkochen. Die Rezepte dafür blende ich euch unten ein, also ich schreibe sie in die Beschreibung rein. Da seht ihr dann auch den ersten Kanal, der mich inspiriert hat. Nämlich das ist Wurzelwerk, vielleicht habt ihr davon auch schon was gehört. Ich finde die Videos von Marie richtig klasse. Und eins ihrer liebsten Einkochrezepte sind eben diese Zimtpflaumen, und die werde ich jetzt mal ausprobieren. Und mit den Mirabellen werde ich versuchen, eine Marmelade zu kochen.
so es mir denn gelingt. Ich sehe hier gerade schon eine, die kaputt ist. Die ist ein bisschen matschig. Schmeiße ich weg. So. Das Wichtigste ist, diese Früchte natürlich jetzt erstmal gut zu waschen. Im Topf hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ja, ganz am Rande, da habe ich schon mal meine 4 Gläser reingestellt. Mehr kriege ich in den Topf leider nicht rein. Das heißt, ich werde jetzt mal mit den Pflaumen anfangen, weil es schneller geht. Zwetschgen, das sind Zwetschgen. Und danach mal schauen, wie weit ich noch komme. Es ist nämlich schon 8:30, also es könnte sein, dass ich mich um die Mirabellen auch erst morgen kümmern kann. Die werde ich dann zur Marmelade verarbeiten. Das könnte mitunter etwas länger dauern, aber das liegt auch nur daran, weil ich noch nie in meinem Leben Marmelade gekocht habe. Also ich bin wirklich blutiger Anfänger, was irgendwie vielleicht auch überraschend ist, wenn man bedenkt, wie sehr mich dieses Thema schon so lange interessiert. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich nie so wirklich der Marmeladenesser war. Also ich bin mehr der herzhafte Frühstücker. Also ich frühstücke dann gerne Käse, früher dann auch Wurst, mittlerweile ja vegetarische Wurst oder auch mal Hummus oder sowas. Das mag ich gerne. Oder auch Eier, Rühreier. Aber so Marmelade, schwierig. Aber wenn man die Sachen dann im eigenen Garten hat und somit fast kein Geld dafür ausgeben muss, ist es natürlich ein Anreiz für mich, auch mal ab und zu was Süßes zu essen. Oder es dann irgendwie in den Joghurt mit reinzumischen oder sowas. Ich esse ja auch gerne mal Obst mit Joghurt zum Frühstück. Also das geht dann schon an süßem Zeug. Und ich habe so die ein oder andere Marmelade, die ich geschenkt bekommen habe, in den letzten Monaten aufgebraucht. An der einen bin ich jetzt gerade dran, das ist eine Aprikosenmarmelade. Schmeckt mir allerdings nicht ganz so gut. Ich liebe zwar Aprikosen, aber dies mit Zitrone und diese Säure finde ich irgendwie, ja, ist nicht ganz so meins. Aber das Glas ist zu 2/3 leer, das andere Drittel kriege ich auch noch weg. Und dann schaue ich mal, ich bin ja auch immer so ein bisschen am Aufbrauchen von den Sachen, die jetzt schon seit Jahren in meinem Haushalt sind und die ich irgendwie nicht loswerde. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt erstmal diese ganzen Zwetschgen waschen und halbieren und dann schauen wir mal, wie weit bis dahin meine Gläser sind. Also, let's go! So, das sind 1,5 Kilo. Ich habe es jetzt ein bisschen abgewogen. Das passt dann genau zu der Rezeptmenge, die ich angegeben habe, 1,5 Kilo. So, sobald meine Gläser hier fertig sind, also 10 Minuten lasse ich die ein bisschen auskochen, damit die sterilisiert sind oder damit sie halt ein bisschen keimfreier sind, werde ich auch die Deckel noch abkochen. Das sollte man in ein bisschen Essigwasser tun, habe ich gehört. Und dann werde ich die Zwetschgen aufschneiden und halbieren und gucken, dass ich auch kein Würmchen mit einkoche. Dann schichte ich das Ganze in dem Glas. Der Sud kommt drüber. Der Sud besteht aus 200 Gramm Zucker, Wasser und Zimt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie viel Wasser ich brauche. 600 Milliliter Wasser. Gut. Das mache ich dann allerdings in einem anderen Topf. Das könnte da drin passen. Also hier koche ich jetzt auf jeden Fall schon mal meine Deckelchen aus. Ich habe hier eine Riesenmenge Essig, der weg muss. Den nutze ich jetzt hier mal. Ich stelle euch meinen Essigvorrat gerne im nächsten Project Pan vor. Da wird er nämlich auch mal irgendwann noch zur Geltung kommen. So, da ich den Topf hier ausgeschaltet habe, können wir auch die Herdplatte hier nehmen. Die ist nämlich schon heiß. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich das mache, wie ich die Gläser aus dem Topf bekomme. Ich möchte sie so wenig wie möglich anfassen, wegen dem Keimfrei und so. Andererseits kann ich es halt auch nicht einfach mit den Händen anfassen oder so. Die sind ja jetzt kochend heiß. Ich denke, ich werde das Wasser ein bisschen abgießen und hoffen, dass es dann ein kleines bisschen einfacher geht, die da rauszuholen. Ich nehme mal ein frisches Geschirrtuch.
Es ist echt unglaublich. Die Kamera steht immer vor meinen Schubladen, egal wo ich sie hinstelle. So, frisches Geschirrtuch. Ich versuche die jetzt mal vorsichtig da rauszuheben und dann direkt auf das Geschirrtuch auch zu stellen. Das hat natürlich unglaublich gut funktioniert, wenn ich die anderen auch noch rausheben muss. So, also Geschirrtuch. Seht ihr natürlich wieder nichts, weil ich mich hier gedreht habe. Heiß. Gut. Jetzt werde ich die Pflaumen zwetschgen immer noch halbieren. Freue mich jetzt schon drauf, die zu essen. Ich habe mir ein paar auch weggelassen, die ich dann morgen zu meinem Joghurt essen kann. Da freue ich mich auch mega drauf. Ich bin ein riesiger Pflaumen Zwetschgen-Fan. Tatsächlich mag ich die Zwetschgen lieber als die Pflaumen. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, außer dass die Pflaumen, wenn ich das richtig weiß, rund sind. Also die haben eine andere Form als die Zwetschgen. Aber ob das das Einzige ist, geschmacklich, könnte ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen, ob es da auch einen Riesenunterschied gibt. Aber vermutlich schon, sonst würde ich ja die Zwetschgen nicht lieber mögen. Aber vielleicht liegt es bei den Zwetschgen auch einfach mit daran, dass ich daran immer Kindheitserinnerungen, damit immer Kindheitserinnerungen verbinde, weil mein Opa schon seit ich denken kann, Zwetschgenbäume hat oder einen oder zwei, ich weiß es nicht. Und meine Oma dann auch ganz oft Zwetschgenkuchen gebacken hat im Herbst und ich dann manchmal auch zugeguckt habe, wie sie die Zwetschgen halbiert und entsteint hat. Und es war einfach so, ja, das ist halt so eine Kindheitserinnerung. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum ich die lieber mag als die Pflaumen. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir da auch schon, eigentlich im Rückblick, das ist richtig dumm, aber ich habe mir tatsächlich auch schon Zwetschgen gekauft. Die gab es dann ab und zu mal im Supermarkt in so 1,5 Kilo Körbchen, so wie das jetzt sind auch 1,5 Kilo. Mist. Und war eigentlich rückblickend richtig dumm, weil ich hätte die ja auch kostenlos haben können. Also für diese Riesenschüssel voll Zwetschgen habe ich keinen Cent bezahlt. Und die riechen richtig gut und die sehen mega gut aus. Ich bin mir sicher, sie schmecken auch mega gut. Ich bin mir sicher, ihr wollt mir jetzt nicht zuschauen, wie ich ungefähr eine Stunde lang diese Zwetschgen halbiere. Ich melde mich wieder, sobald ich damit durch bin. Bis gleich. So, ich habe alles gehälftet. So sieht das Ganze aus. Ich werde das jetzt in die Gläser schichten. Ich habe meine Deckel auch schon aus der Essigmischung genommen und habe meinen Sud angesetzt. Also ich habe 600 Milliliter Wasser genommen und 200 Gramm Salz. Und dann habe ich noch so einen guten halben Esslöffel Zimt dazu gegeben. Ich hoffe, das war nicht zu viel, das werde ich dann merken. Und das lasse ich jetzt, also das erwärme ich jetzt, bis der Zucker sich gelöst hat. Und dann kommt das über die Mischung in meinen Gläsern drüber, die wir jetzt beschichten. Das hier sind meine Gläser. Ich hätte gerne kleinere Portionen gemacht. Allerdings habe ich nur noch zwei oder drei kleine Gläser, wenn überhaupt. Und die brauche ich eben für die Marmelade, die ich mit meinen Mirabellen machen möchte. Deswegen müssen jetzt die großen Gläser herhalten, die ich eigentlich ja auch zum Plätzchen verschenken benutzen wollte. Aber nun ja. Und da soll man die jetzt mit, genauso nicht, mit dem Deck, also mit der Mitte nach unten schichten und so, dass möglichst viele in das Glas reinpassen. Und ich hoffe, dass ich meine 1,5 Kilo in diese vier Gläser unterbringe, weil ich jetzt nämlich keine Alternative habe. Ich habe ja nur vier Gläser abgekocht. Aus Ermangelung an einem größeren Topf. Und ich glaube wirklich, ich muss mir so ein Einmachgerät kaufen. Beziehungsweise ich weiß, dass meine Oma früher auch oft eingekocht hat. Und vielleicht hat sie sowas auch zu Hause. Da muss ich mal bei ihr nachfragen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie auch zumindest früher auch ab und zu Weggläser benutzt hat.
In letzter Zeit jetzt eher weniger. Aber vielleicht hat sie ja sowas zum Kochen da oder zumindest einen großen Topf, den ich benutzen könnte. Das wäre für den Anfang auch schon mal was. Natürlich habe ich überall wieder Katzenhaare, die ich mit einlagern will. Also eigentlich will ich das nicht, aber nun ja. Ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, an Weihnachten so ein Glas aufzumachen oder zwei, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Und dann irgendwie so ein Grießbrei oder Milchreis dazu zu machen. Und das dann obendrauf als Topping, das klingt schon mal ziemlich geil und auch ziemlich weihnachtlich von vornherein. Man muss nur aufpassen, bei den Schraubgläsern habe ich mir sagen lassen, sollte zumindest 2 Zentimeter unterm Rand nichts mehr sein. Deswegen mache ich hier mal einen kleinen Stopp, hole mir das nächste Glas und schau mal, wie ich das mit der Füllhöhe verteilt bekomme. Ich habe natürlich meine Finger mehrfach gewaschen, weil ich da jetzt ja auch mit reingehe, was wahrscheinlich nicht so gut ist eigentlich. Ich werde auch nachher den Rand nochmal abwaschen. Ich werde mir fürs nächste Mal dann tatsächlich andere Gläser kaufen, die auch ein bisschen eine breitere Öffnung haben, damit ich da ein bisschen besser reinkomme und nicht überall meine Keime verteile. Wahrscheinlich sind die geübten Einkocher unter euch jetzt schockiert und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber ich kann das jetzt momentan nicht anders machen. Ich hoffe, dass es mir trotzdem nicht gleich kaputt geht nach einer Woche. Aber das werde ich sehen. Sind meine ersten Einkochversuche. Also seht es mir nach. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, gerne her damit. Ich nehme es dankend an. Glück ist meine Küche auch geputzt worden. Heute schon mehrfach, da ich nämlich tatsächlich vorhin auch einen Kuchen gebacken habe und es danach hier drin aussah wie Sau. Das Kuchenvideo, also ich habe das auch gefilmt, das habt ihr, nein, das bekommt ihr zu einem anderen Zeitpunkt zu sehen. Das ist aber auch noch in Planung. Also ich habe ein neues Rezept ausprobiert, das ich tatsächlich noch nicht kannte. Ich kann auch jetzt auch noch nicht sagen, ob es mir schmeckt oder nicht. Ich werde den Kuchen nämlich erst morgen probieren. Vielleicht schnabuliert mein Freund heute Abend noch ein Stückchen, das weiß ich nicht. Wenn es ihm danach ist, wenn es ihm danach gelüstet. Was da jetzt halt nicht reinpasst, das werde ich morgen zum Frühstück essen. Dann mache ich jetzt nicht lang rum. Also was ihr im Hintergrund hört, ist mein Sud, der hier beginnt zu köcheln. Den sollte ich vielleicht alles so mal umrühren und ein bisschen runterstellen, damit er mir nicht anbrennt. Ein bisschen darf der noch sich hier auflösen. So ganz ist der Zucker noch nicht weg. Aber es riecht schon sehr angenehm nach Zimt. Wer hätte es gedacht? Oh, ich liebe diesen Zwetschgengeruch. Ich kann es euch nicht sagen, wie sehr ich diesen Zwetschgengeruch liebe. Das ist für mich noch geiler als, ist auch ein bisschen weich, noch geiler als der Zimt. So, jetzt kommt Glas Nummer 4 und dann schauen wir mal, ob wir den Rest noch ein bisschen in die anderen Gläser verteilen. Weil ich glaube, so ein bisschen was darf schon noch rein. 2 Zentimeter unterm Rand haben wir noch nicht erreicht, außer bei dem hier vielleicht. Da würde ich dann nichts mehr reinmachen. Und dann muss ja auch der Sud noch rein. Aber vielleicht können wir auch noch ein bisschen drücken. Ui, ist hier noch ein bisschen. Ne, das Glas ist höher. Ich dachte schon, der Rand oben ist schmaler, aber der ist genauso breit wie die anderen, nur ist das Glas höher. Deswegen ist es hier noch ein bisschen schwieriger, das Zeug einzufüllen. Aber sobald ich den unteren Teil habe, wird es schon gehen. Ich bin gerade so im Fieber. Ich hätte am liebsten Bock, den halben Weg-Online-Shop leer zu kaufen und mir ganz, ganz viele Sachen einzukochen. Das Problem ist halt, ich müsste die Zutaten wahrscheinlich fast alle kaufen, weil ich ja keinen Garten habe, außer jetzt die Obstbäume. Und ja, das ist auf der einen Seite, ich meine, das sind ja Sachen, die wir dann irgendwann essen. Das heißt, ich müsste es eh irgendwann kaufen. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht. Das ist mir halt momentan, dadurch, dass ich ja auch gerade eine Spar-Challenge am Laufen habe,
ein bisschen too much. Ich meine, vielleicht so nach und nach, dann an dem Monat mal ein paar Gläser, an dem Monat mal ein Kochbuch oder so, was mir dabei hilft, weiß ich nicht. Aber nicht alles auf einmal auf jeden Fall. Und ich habe ja auch noch den Garten zu planen und das sind ja auch noch Sachen, die ich zu tun habe bis dahin und die, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen Geld noch kosten werden, bis ich das, die Beete alle angelegt habe und so. Von daher sind das noch genug Ausgaben bis nächstes Jahr, bis ich dann tatsächlich richtig loslegen kann mit Einkochen. So, das hat doch jetzt gerade gepasst. Guckt euch mal das an. Super. Sehr schön. Schauen wir mal hier nach meinem Sud. Sieht eigentlich schon ganz gut aus, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal noch kurz was gucken. Okay, ich werde da jetzt möglichst heißes Wasser einfüllen. Okay, ich habe nicht ganz heißes Wasser eingefüllt, weil ich nachher noch duschen möchte. Ich werde das jetzt noch ein bisschen auf dem Herd erhitzen. Und dann kommt da dieses Tuch rein, das ich bereitgelegt habe. Das seht ihr jetzt gerade noch so hier im Hintergrund. Das soll wohl verhindern, dass die Gläser springen. Ich hoffe, dass es bei einem Einkochtopf das Problem nicht gibt. Ich glaube aber, ich werde es tatsächlich hier erstmal in den Messbecher kippen, weil von da aus lässt sich das einfach einfacher verteilen. Schwupps. Dann schauen wir mal. Also es sollte nicht viel mehr rein. Ich fürchte fast, dass mein Sud mir nicht reicht. Mal schauen. Geht alles gut aus? Okay, doch, das geht schon. Okay, ich glaube, mehr sollte ich nicht reinmachen, damit es nicht zu knapp wird. Hier geht vielleicht noch ein Schlückchen. Angeblich gehen die Zwetschgen auch noch ein bisschen zusammen, wenn man das Ganze dann einkocht. Ich bin gespannt. Ich hätte die vielleicht auch noch ein bisschen fester schichten können. Okay, und jetzt mache ich die Deckel drauf. Gut, und jetzt lege ich mal dieses Tuch da rein. Einfach als Sicherheit. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu viel Wasser schon drin habe. Mist. Ah. Ich habe es natürlich geschafft, viel zu viel Wasser reinzumachen, sodass es natürlich drüber ist. Muss ich mal schauen, wie lange das jetzt kochen muss. Alright, also wir müssen 90 Grad erreichen in unserem Topf. Ich habe praktischerweise ein Thermometer. Das zeigt mir momentan 61 Grad an, das heißt, wir brauchen hier noch ein bisschen. Sobald 90 Grad erreicht sind, geht die Zeit los. Dann müssen wir 30 Minuten lang einkochen und dann, so Wurzelwerk Marie, ist das safe eingekocht. Okay, gut, das heißt, jetzt heißt es warten. Ich hoffe nur, dass mir jetzt nicht eins meiner Gläser in die Ohren fliegt. Okay, wir sind bei 70. Praktisch wäre ja, wenn ich hier durchkäme. Ach, und ich komme hier durch, ist das genial. Na, ah, das ist der Nachteil meines Touchherdes. Sobald hier was drauf kommt, geht er aus. Fantastisch. Okay, wir haben 75 Grad. Ach Mist, es ist einfach, es ist zu viel Zeug, zu viel Wasser im Topf. Der ist für die Größe Gläser nicht gemacht zum Einkochen. Das ist definitiv ungeschickt, aber praktischerweise habe ich ja morgen kleinere Gläser, wenn ich die Mirabellen einkoche. So, damit ihr mir jetzt nicht die ganze Zeit zuschauen müsst, werde ich jetzt mal die halbe Stunde, beziehungsweise es ist noch nicht auf 90 Grad, ich muss noch ein bisschen warten und dann die halbe Stunde warten und dann sehen wir uns wieder, sobald ich die Gläser aus dem Topf raushole. Bis dann.
Ist mein Bild schief? So, Hallöchen. Ich bin euch noch die Rückmeldung zu meinen eingekochten Zwetschgen schuldig. Es ist mittlerweile Mittwoch. Es ist Mittwoch, 22:45 abends. Ja, es ist wieder sehr spät. Ich habe die Gläser hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das was geworden ist. Es hat zwar bei allen vier Deckeln Vakuum plopp gemacht, das ist schon mal sehr gut. Allerdings, als ich die Gläser aus dem Topf gehoben und auf ein Geschirrtuch gestellt habe zum Abkühlen, ist unter einigen Gläsern, also unter zwei oder drei, so eine kleine rote Pfütze gewesen. Das heißt, es ist ja was durch den Deckel rausgekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich fest und sicher verschlossen hat. Ich werde es sehen, falls es in ein paar Wochen schimmelt, weiß ich, dass es nichts geworden ist und dass ich das Glas zu voll gemacht habe. Ich werde es jetzt aber kühl stellen, am besten in den Keller, da ist ein bisschen kühler als hier oben in der Wohnung. Vielleicht stelle ich auch eins davon in den Kühlschrank, einfach zur Sicherheit, dann geht es noch weniger oder langsamer kaputt, falls es kaputt geht. So. Jetzt geht's weiter mit meinen Mirabellen. Ich war heute nochmal Mirabellen und Zwetschgen pflücken bei unseren Bäumen und ich war heute auch schon fleißig, weswegen ich auch jetzt erst aufnehme um 22:45. Ich habe nämlich einmal 1 Kilo Mirabellen entsteint und halbiert für Marmelade. Ich habe 1 Kilo Mirabellen entsteint und halbiert für Likör. Da ist auch schon ein bisschen Wodka drin, allerdings hatte ich nicht mehr so viel, wie ich brauche. Auf dieses 1 Kilo brauche ich eigentlich 1 Liter Wodka und ich hatte nur noch 300 Milliliter. Das heißt, mein Freund darf morgen nochmal Wodka kaufen gehen. Und da kommt auch noch Candiszucker rein. Da muss ich erst gucken, ob ich noch welchen habe. Wenn nicht, muss er den morgen auch mitnehmen. So. Und ich habe hier 1 Kilogramm Zwetschgen entsteint und klein geschnippelt, da werde ich ebenfalls Marmelade draus kochen. So, ich habe hier auf dem Herd einen großen Topf stehen, in dem ich einige Gläser ein bisschen ausgekocht habe. Ich werde aber heute nicht mehr in dem großen Topf einkochen, ich werde es im Backofen probieren. Ich habe nämlich mit meiner Oma gesprochen und habe sie gefragt, ob sie vielleicht einen großen Einkochtopf für mich hat, weil ich weiß, dass sie früher eingekocht hat und dann sagte meine Oma, nee, sie hat es immer im Backofen gemacht, also aufs Blech ein bisschen Wasser drauf, das erhitzt, dann die Gläser in dieses Wasser gestellt und dann eben eingekocht. Und so werde ich das jetzt auch machen. Ich werde die Gläser dieses Mal nicht so voll machen, wie ich es im Topf hatte, sodass ausreichend Platz nach oben ist, weil Hitze dehnt ja aus. Das heißt, es wird auch nach oben gehen, die Masse, die im Glas ist. Da habe ich letztes Mal ein bisschen zu wenig drauf geachtet. Jetzt muss ich aber erstmal die Marmelade kochen. Für die Pflaumenmarmelade habe ich hier ein tolles, altes Handbuch für die Früchtezeit von meiner Schwiegermama bekommen. Da ist ein einfaches Pflaumen- bzw. Zwetschgenmus drin, 1 Kilogramm Pflaumen, 350 Gramm Gelierzucker und eine Zimtstange. Das wird erhitzt und zum Kochen gebracht und dann muss man das 15 bis 20 Minuten kochen. In die Gläser füllen. Die sagen jetzt nicht, dass man das nochmal abkochen muss. Ich würde es aber vielleicht trotzdem machen, weil ich es dann mit den Mirabellen sowieso auch mache. Das Mirabellenmus, oh, jetzt ist mein Handy ein bisschen nass geworden. Für das Mirabellenmus brauche ich zwei, also ich habe jetzt nur 1 Kilogramm Mirabellen, das ist hier mit 2. Wobei, nee, wartet, ich hatte da ein anderes Rezept. Hier. Ich habe nämlich nicht so viel Gelierzucker, deswegen habe ich nach einem Mirabellenmarmeladenrezept gesucht, was ich auch mit normalem Zucker machen kann. Und zwar kommt da 1 Kilo Mirabelle, ein bisschen Vanille, 800 Gramm Zucker, was ich echt viel finde, aber vielleicht ist das ein bisschen anders, als wenn man normalen Zucker nimmt, als wenn man Gelierzucker nimmt, und der Saft einer Zitrone. Praktischerweise habe ich vorhin Zitronen entsaftet, um sie als Eiswürfel einzufrieren, weil die gehen mir sonst immer kaputt. Und es hat nämlich alles in die Eiswürfelform gepasst, das heißt, ich habe noch Zitronensaft im Kühlschrank. Perfekt. Achtet bitte nicht auf meine Finger, die sehen ultra furchtbar aus. Also ich habe gerade 2 Kilo Mirabellen geschnitten und 1 Kilo Zwetschgen und ja, meine Fingerspitzen sind braun. Ich habe sie gerade schon gründlich gewaschen, aber es geht einfach nicht weg. Ich hoffe, dass ich das bis Freitag wegkriege, weil wir am Freitag auf einer Hochzeit eingeladen sind und da würde ich ungern mit solchen Flossen auftauchen. Nun ja, ich werde mal mit der Mirabellenmarmelade anfangen.
Also das wird jetzt zuerst in einen Topf gefüllt, 15 Minuten ziehen gelassen und dann wird es aufgekocht. 5 Minuten kochen, püriert, 5 Minuten kochen lassen und dann in Schraubgläser füllen. Okay, die kochen das jetzt auch nicht nochmal ein, aber ich würde es trotzdem gerne machen. So, das heißt, ich schnappe mir jetzt meinen Topf, den ich glücklicherweise gespült habe. So, weil der kleinere Topf wäre zu klein. Und tausche mal die Töpfe hier aus. Also, einmal die Mirabellen. Ich nehme euch mal mit hier rüber, damit ihr auch was seht. Also, ich fülle die Mirabellen ein. Es ist fast zu klein, der Topf. Ich hoffe, ich kriege das unter. Dann waren es 800 Gramm Zucker. Vielleicht sollte ich das zuerst. Jetzt habe ich den Herd eingeschaltet. Das wollte ich natürlich nicht. So, ich fülle hier mal den Zucker in der Waage direkt ein. Das ist echt krass viel. Das sind jetzt 600 Gramm. Wehe, diese Marmelade geht mir kaputt, ich sag's euch. Und wehe, sie schmeckt nicht mega geil, ich sag's euch. Das sind 800 Gramm Zucker. Dann kommt hier noch rein Vanille. Also die tun gemahlene Vanille rein, das habe ich jetzt nicht. Aber ich habe hier Vanillepaste, die eh bald mal aufgebraucht werden sollte. Hier steht jetzt eine Messerspitze. Ich hoffe, ich kann das in etwa gleich verwenden. Ist ja schon sehr konzentriert. So, das sollte genügen. Und das wird jetzt, ich werde das mal ein bisschen verrühren und dann muss es 15 Minuten ziehen. Das heißt, ich schalte den Herd doch noch mal aus. Und dann werde ich es aufkochen. Meine Güte, ist das eine Menge Zucker. Ach du Schande. Irgendwie habe ich kein so gutes Gefühl bei so viel Zucker. Aber ich weiß ja nicht, wie sich das mit Gelierzucker verhält. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauche ich einfach mehr Zucker, wenn ich kein Geliermittel habe. Aber immerhin ist es weniger Zucker als Mirabellen. So, ja. Also, das lasse ich jetzt mal 15 Minuten stehen und dann melde ich mich wieder bei euch. Dann lassen wir das aufkochen und danach kümmern wir uns um die Pfläumchen. Zwetschgenchen. Zwetschgenchen. Bis dann. Also, ich habe jetzt das Ganze schon ein bisschen erhitzt. Es kocht noch nicht. Ich werde jetzt mal noch kurz warten, bis es ein bisschen kocht und dann werde ich das grob pürieren. Es sieht halt echt voll nach Zuckerpampe aus. Ich hoffe echt, dass es nicht mega süß wird. Also natürlich wird es mega süß, es ist Marmelade. Aber dass es halt auch nach Mirabellen ein bisschen noch schmeckt und nicht nur nach Zucker. Ich habe jetzt noch eine Handvoll Mirabellen reingeschmissen, die ich übrig gelassen hatte zum Sofaspeisen, weil es mir einfach echt ein bisschen viel vorgekommen ist. Und jetzt schalte ich mal wieder ein bisschen hoch. Am Anfang habe ich nicht ganz so hoch geschaltet, damit mir der Zucker nicht anbrennt. Aber ja, ich werde das jetzt mal grob pürieren. Und dann auch mal ein Löffelchen probieren, um zu gucken, wie so der Geschmack ist, ob vielleicht noch mehr Vanille rein müsste. Und sowieso wie und was und wo und überhaupt. Es köchelt jetzt leicht, das heißt, ich werde es jetzt mal pürieren.
Was mache ich mit diesem ultra klebrigen Löffel? Jetzt ist das passiert, was ich befürchtet habe. Es ist nämlich viel zu flüssig. Ich hoffe, dass das jetzt noch ein bisschen eindickt, während ich es 5 Minuten einkoche. Und die Zitrone kommt ja auch noch rein jetzt. So, jetzt ist die Frage, wie viel ist ungefähr eine Zitrone, wie viele Esslöffel Saft? Jetzt mal gesagt, so 3 vielleicht. 1, 2, 3 oder 4. 2 Esslöffel pro Hälfte, so ungefähr könnte das hinkommen. Kommt natürlich auch immer auf die Größe der Zitrone an, ne? Ich meine, jetzt momentan ist es natürlich auch noch heiß. Oh, da sind jetzt aber noch grobe Stückchen drin. Aber das ist mir jetzt egal. Wir haben Marmelade mit Einlage. Das werden wir jetzt 5 Minuten köcheln. Und dann wird es in die Gläser gefüllt. Also mich persönlich stört es jetzt nicht, dass da noch Stückchen drin sind. Bei der Zwetschge ist es ganz praktisch, weil da hieß es direkt, ich soll es in kleine Stückchen schneiden. Da müssen wir nachher auch nicht pürieren. Ich habe jetzt auch so ein bisschen die Befürchtung, ehrlich gesagt, dass meine Gläser nicht ausreichen, weil das ja schon eine ganze Menge ist hier. So, Kinder, ich habe meine Mirabellenpampe, die wirklich ultra, ultra süß schmeckt. Ich habe ein kleines bisschen probiert, in Gläser gefüllt und in den Ofen gestellt. Das Wasserbad war jetzt ungefähr bei 70 Grad. Meine Marmelade war ungefähr bei 80 Grad, als ich sie eingefüllt habe. Das dürfte hoffentlich ungefähr passen. Ich werde den Ofen jetzt stückweise runter reduzieren. Also ich hatte erhitzt auf 175 Grad. Das heißt, die Luft dürfte 175 Grad gehabt haben. Ich werde das stückweise runter reduzieren. 40 Minuten soll das Ganze da drin bleiben, während der Ofen langsam auskühlt. Ich habe jetzt auch nur noch eine Temperatur eingestellt, damit ich die Uhrzeit laufen lassen kann, weil ich dann halt den Timer auch laufen lassen kann, nur wenn der Ofen an ist. Deswegen werde ich den stückweise runter reduzieren. Und ja, das Problem ist, dass ich für meine Marmelade 9 Gläschen gebraucht habe und ich hatte nur 13. Das heißt, ich habe jetzt noch 4 Gläschen für 1 Kilo zu verarbeitende Zwetschgen und was in dem Topf gerade war mit Mirabellen, war ebenfalls 1 Kilo. Da kommt zwar nicht ganz so viel Zucker rein, weil dieses Mal werde ich den Gelierzucker verwenden, aber ich möchte nicht drauf loskochen und am Ende habe ich zu wenig Gläser. Deswegen habe ich jetzt nochmal meine Schwiegermama angehauen, dass sie mir vielleicht morgen Vormittag nochmal das ein oder andere Gläschen vorbeibringt, wenn sie noch eins findet. Dann werde ich morgen in der Mittagspause nämlich die Zwetschgen einkochen. Das wird ja nicht ganz so aufwendig, weil ich die ja schon vorbereitet und klein geschnippelt habe und so weiter. Das heißt, ich hoffe, dass ich das dann morgen in der Mittagspause fertig bekomme, soweit, dass es einfach in den Ofen kann und dann von alleine einkochen. Und dann zeige ich euch nochmal das Schlussergebnis. Ja, für heute bin ich jetzt dann erstmal fertig. Es reicht mir auch, es ist 12 Uhr. Ich habe das Ganze im Ofen stehen. Wie gesagt, noch 35 Minuten sind es jetzt. Das heißt, bis ich ins Bett komme, ist 12:30 mindestens. Und morgen früh muss ich wieder arbeiten. Ja, was tut man nicht alles? Ah, zum Geschmack kurz noch. Also ich habe ein bisschen probiert. Es schmeckt tatsächlich krass nach Zucker. Es ist echt wahnsinnig süß geworden und ich hoffe, dadurch, dass es jetzt halt ein bisschen in den Gläsern bleibt, dass es abkühlt gemeinsam und so weiter und so fort, dass es ein bisschen andickt,
dass es noch mehr den Geschmack von den Mirabellen bekommt. Also so ein bisschen Mirabellengeschmack habe ich auch gemerkt, aber es war halt schon wirklich krass, krass süß. Und wenn ich das nach dem Rezept nochmal mache, nehme ich ein bisschen weniger Zucker. Ich hoffe natürlich, dass es dann trotzdem funktioniert, weil ich meine, man nimmt nicht umsonst normalerweise Gelierzucker für Marmelade, eben um dieses Andicken zu haben. Und ich weiß nicht, inwieweit das andickt, wenn ich weniger Zucker, normalen Zucker reinpacke. Da muss ich mich vielleicht auch nochmal bei anderen Rezepten schlau machen. Und man nimmt vermutlich auch Gelierzucker, weil man dabei halt eben nicht so viel Zucker braucht. Also da steht ja jetzt zum Beispiel hier drauf 2:1. Das heißt, bei einem Kilo Obst brauche ich 500 Gramm Gelierzucker. Da hatte ich ja jetzt deutlich mehr als die Hälfte, nämlich auf ein Kilo Obst 800 Gramm. Ich habe nicht ganz 800, glaube ich, genommen, aber trotzdem war das natürlich heftig viel. Und Nun ja, Marmelade ist süß, machen wir uns nichts vor. Ich schaue einfach mal, wie es wird. Ich mache mal in einer Woche oder so ein Gläschen auf, beziehungsweise sobald mein Aprikosengläschen, was ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, was mir nicht ganz so gut schmeckt, ich glaube, ich habe es mal erwähnt, leer ist. Das dürfte noch, ja, 3-4 Esslöffelchen dürfte es noch haben, also noch für 3-4 Mal essen. Weil ich nehme immer nur eine Brötchenhälfte oder eine Scheibe Brot, mache ich dann morgens noch, nachdem ich meinen Käse oder was weiß ich gegessen habe, gibt es zum Abschluss was Süßes, sodass das Gläschen halt langsam leer wird. Und wenn das leer ist, werde ich mal das erste Gläschen von der Mirabellenmarmelade aufmachen und dann mal schauen, wie es schmeckt. Oh Gott, irgendwie bin ich ein bisschen aufgeregt. Meine erste eigene Marmelade ist irgendwie schon cool. Mein erster Schritt in die Selbstversorgung. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich bin nicht so der Marmeladenesser. Aber wenn ich dadurch andere Sachen einsparen kann, wenn ich dadurch weniger kaufen muss, esse ich halt auch mal ein Brot mit Marmelade statt ein Brot mit Käse oder so zum Frühstück. Und habe quasi, gut, ich habe den Zucker dafür bezahlt, aber ansonsten ist es doch schon günstiger, als wenn ich mir da Käse kaufe. Weil ganz ehrlich, der Käse hat auch aufgeschlagen in letzter Zeit. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich morgen mit dem Ergebnis meines Zwetschgen-Experiments. Bis dann. Ist das nicht ein tolles Farbspiel? Die habe ich jetzt alle heute neu gemacht, die roten. Das ist die Zwetschgenmarmelade, die ist noch sehr heiß. Und die hier habe ich nochmal eingekocht, weil die kein Vakuum gezogen haben. Gestern, ich habe festgestellt, dass diese Gläser zum Beispiel, davon hatte ich zwei, auch nicht richtig zugehen, den Deckel. Wenn ich den fest zudrehen will, geht er wieder auf. Also das Gewinde irgendwie kaputt. Die muss ich dann halt im Kühlschrank lagern. Und die hier sieht so gut aus. Also ich habe ein bisschen von der Marmelade auch schon probiert. Die ist so lecker geworden. Da ist eigentlich nur drin Zwetschge, Gelierzucker und Zimt. Und es schmeckt mega gut. Also das hier ist mein Rest quasi. Den werde ich demnächst auch aufmachen und verzehren. Ich glaube, dass das richtig lecker ist und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also bei der Zwetschgenmarmelade bin ich sehr zufrieden, auch geschmacklich. Bei der Mirabelle bin ich mir noch nicht sicher, weil die ja bei meinem Test, oh, jetzt seht ihr meine dreckigen Hände, weil die ja bei meinem Test nur nach Zucker geschmeckt hat irgendwie, da muss ich mal schauen. Aber so im Großen und Ganzen, dafür, dass ich das erste Mal Marmelade gekocht habe, ist es, glaube ich, ganz okay. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und wenn ihr weitere holprige und stolpernde Einkochversuche erleben wollt und mit anschauen wollt, dann abonniert mich gerne. Ich werde mich da in nächster Zeit öfter mal an Sachen versuchen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.